Ja, Angst ist eben prinzipiell etwas, das unserem Überleben dient, also das uns schützt. Es ist ein Gefühl, das die Evolution so entwickelt hat, um unser Überleben zu schützen. Indem die Angst der Körper also erstens einmal uns darauf aufmerksam macht, dass eine Gefahr, also uns bedroht, dass wir bedroht werden. Und der Körper darauf vorbereitet, sich angemessen zu verhalten. Also die Angst bereitet uns eigentlich auf einen Kampf- oder Fluchtreaktion vor, indem zum Beispiel der Herzschlag schneller geht und das Blut in die Muskeln gepumpt wird, zum Beispiel. Ja, problematisch wird es aber, wenn die Angst überhand nimmt oder eben nur auf eine reale Bedrohungssituation bezogen ist, sondern auf Situationen, die eigentlich gar nicht real bedrohlich sind.